Und abwärts. Entschuldigung, Colonel Opa? Ja, machen Sie Meldung. Ich habe eine Landkarte organisiert. Exzellent! Gutes Kartenmaterial ist der halbe Weg, sagte mein Kommandant immer. Natürlich wirst du sie nicht brauchen, wenn alles gut geht. Wenn was gut geht? Aber wenn nicht, ist es gut, eine Karte dabei zu haben, nicht wahr? Ich habe einen Fallschirm. Na, fantastisch! Fallschirme sind schwierig zu bekommen. Und man kann sie ja schlecht selbst herstellen. Sein Leben will man schließlich nur Qualitätsprodukten anvertrauen und nicht irgendwas, das man notdürftig zusammengeflickt hat. Oder? Leben anvertrauen? Aber natürlich. Natürlich nicht, meine ich. Damit ist meine Ausrüstung komplett. Hervorragend! Jetzt könnte es losgehen. Wenn nur mein verfluchter Apparat endlich funktionieren würde. Aber in diesem Haushalt, da findet man nichts. Kein Nitroglycerin, keine Drachenhautpanzer, keine konzentrierte Salzsäure, keine Mithrilmantelspitzgeschosse. Gar nichts! Wozu brauchst du das ganze Zeug? Wozu? Es ist Krieg! Aber wir wollen den Ring doch nur zum Erzmagier bringen. Meinst du nicht ein Schlitten? Ach was, ich brauche einen Nitroglycerinersatz. Irgendetwas Hochexplosives. Das Einzige, was mir da in den Sinn kommt, ist ein gutes, altes Zwergenstarkbier. Zwergenstarkbier? Ein Teufelszeug! Ganze Ländereien haben wir damit aus der Luft in Schutt und Asche gelegt. Wir liebten den Geruch von Zwergenstarkbier am Morgen. Okay, ich werde mich um Zwergenstarkbier kümmern. Sonst noch etwas? Ja, ich brauche ein bestimmtes Zahnrad. Ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel. Grad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch und Rechtsgewinde und Lockringarretierung. Das ist keine Standardgröße und ich kann es nirgendwo finden. Ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel, grad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch mit Rechtsgewinde und Lockringarretierung? Das kommt mir bekannt vor. Komm zurück, wenn du die Sachen hast. Um den Rest werde ich mich kümmern. Aber bedenke, der dunkle Lord kennt alle deine Gedanken. Klar. Er sitzt fest. Mit dem richtigen Werkzeug sollte es gehen. Na also, ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel, gerad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch mit Rechtsgewinde und Lockringarretierung. Vielleicht war das Zahnrad gar nicht so wichtig. Flieg! Oder es war doch wichtig. Ein Blumentopf mit Blumenerde. Sieht nicht so aus, als ob Mutter etwas eingepflanzt hätte. Warum sollte ich Blumenerde ohne eine Pflanze darin düngen? Das ist meine Familie. Momentan halten aber nur Opa und ich hier die Stellung. Die anderen sind alle auf einer Technikmesse im Süden. Mein Vater ist Mechaniker und Physiker. Er beschäftigt sich vor allem mit Dingen.
Mutter ist einfach Hausfrau und Genetikerin. Das Baby ist meine kleine Schwester Sydney. Ich denke, sie wird auch Forscherin. Sie hat mit einer Rassel und einem Gummiball die Datendurchsatzrate ihres Babyphones verdoppelt. Meine kleine Schwester Maggie ist der ganze Stolz meiner Eltern. Sie beschäftigt sich vor allem mit Robotik, Kampfroboter, um genau zu sein. Opa ist Kriegsveteran und betreibt geheime militärische Forschung, wenn Papa ihn mal in die Werkstatt lässt. Wie es scheint, bin ich als Einziger aus der Reihe gefallen. Ich würde lieber hinaus in die Welt und Zauberer werden. Ein Held wie Ritter Thilo, aber, naja, bisher fehlte mir der Mut. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. Als der Roboter auf Sie losgegangen ist, hätte ich nicht gedacht, dass Sie ihn besiegen können. Jo, das war eine epische Schlacht. Zwerg gegen Maschine, Natur gegen Technik, Geist gegen Materie. Geist? Wie haben Sie ihn zerstört? Ich habe so lange mit schweren Gegenständen auf ihn eingeschlagen, bis die Funken sprühten. Gewiefte Taktik. Ja, aber ein paar Mal hat er mich auch ordentlich erwischt. Schau nur, was er mit meinem Bart gemacht hat. Oh, ja. Ich war so voller Adrenalin und Bier, ich hab's ja nicht gemerkt. Ich habe mit meinem Großvater gesprochen. Er ist auch der Meinung, dass der Ring wichtig ist. Er will mir helfen, in die Stadt der Menschen zu kommen. Ja, natürlich will er das. Hör mal, Kleiner, nichts gegen deinen Opa. Aber meinst du nicht auch, dass er vielleicht nicht mehr alle Tasten im Schrank hat? Mein Opa ist ein großer Soldat und Erfinder. Sicher, sicher. Aber wie soll ich sagen? Er hat vielleicht eine Bruchlandung zu viel hingelegt, weißt du? Seine Fluggeräte waren meistens etwas, anfällig. Und er war auch nie ein großer Pilot. Ehrlich, Kleiner, wenn dein Opa glaubt, an der Geschichte ist was dran, dann ist das für mich ein Grund mehr, mich rauszuhalten. Opa und ich werden es allen zeigen. Du, Herr Kellermeister, mal angenommen, ich würde etwas Zwergenstarkbier brauchen. Zwergenstarkbier? Ist verboten. Leider. Warum? Hast du von der Explosion auf Berg Winterspitze gehört? Der Vulkanausbruch? Haha, Vulkanausbruch. Tief im Berg gab's die beste Starkbiermanufaktur der Zwergenwelt. Mein Vater hat mich dort mit hingenommen, als ich noch ein kleiner 2 Bierkästen hoch war. Du kannst dir nicht vorstellen, wie betrunken wir waren. Vielleicht schon. Was ist dann passiert? Naja, irgendwann hat jemand einen Fehler gemacht und boom, das war's dann mit dem Starkbier. Nach dem Unfall wurde es als Genussmittel verboten. Der herbe Geschmack, das Brennen in der Kehle, für immer vorbei. Jetzt darf's nur noch im Krieg und in der alchemistischen Industrie benutzt werden. Aber Sie wissen schon, wie man Zwergenstarkbier braut, oder? Natürlich weiß ich's. Ich bin Kellermeister. Ist auch nicht schwer. Erstmal Gerstenkörner in der Melzerei keimen lassen, nach der Keimruhe aufschwellen, das Grünmalz darmen, schwelken und abdarmen, schroten, passt ja auf, dass die Spelzen erhalten bleiben. Die Spelzen? Was sind... Dann das Ganze in einem Sudkessel einmeischen, natürlich im Dekoktionsverfahren. Nach der Jodprobe geht's weiter zum Läutern. Malz von der Bierwürze im Läuterbottich trennen? Natürlich, aber... Ganz einfach den Sud durch den Träberkuchen laufen lassen, die Vorderwürze in der Sudpfanne bis zum Sieden kochen und den Hopfen hinzugeben. Die Würze durch tangentiales Einleiten in Rotation versetzen und den Heißtrub entfernen. Hefe anstellen und gären lassen. Dann alles durch den Kieselgurfilter. Soweit ist ja klar. Aber jetzt wird's kompliziert. Stopp! Was denn? Der spannende Teil kommt doch erst noch. Da bin ich sicher. Aber ich habe die Idee gerade aufgegeben, Zwergenstarkbier selbst zu brauen. Wie du meinst.
Mal angenommen, ich bräuchte ganz, ganz dringend einen kleinen Krug Zwergenstarkbier. Könnten Sie den für mich brauen? Könnte ich schon. Tue ich aber nicht. Ist verboten. Ach, kommen Sie schon. Wer soll das denn bemerken? Wann war das letzte Mal ein anderer Zwerg hier oben bei uns? Na ja, ist schon ein Weilchen her. Na sehen Sie, hätten Sie denn nicht Lust auf ein kühles, herbes Zwergenstarkbier heute Abend? Zur Feier Ihres Siegs über den Roboter. Ich würde schon gerne mal wieder etwas Besonderes trinken. Aber es geht eh nicht. Mir fehlen die Zutaten. Und wenn ich die besorge, würden Sie dann zwei Krüge brauen? Einen für mich und einen für Sie? Naja, wäre schon was. Abgemacht. Du besorgst mir die fehlenden Zutaten, dann braue ich das Bier. Jetzt kommt. Was brauchen Sie denn? Kristallklares Bergwasser, Hopfen und etwas Gerste zum Malzen. Das ist alles? Keine eingelegten Feuersalamanderaugen, Drachenodem oder so etwas? Nee, Wasser, Hopfen und Malz. Hinzu kommen einige geheime Zutaten und naturidentische Aromastoffe. Aber die habe ich hier. Na gut. Also Wasser, Hopfen und Gerste. Werde ich alles besorgen. Hier ist Gerste aus der Küche von meiner Mama. Kann man die fürs Brauen benutzen? Naja, ist nicht optimal, aber es wird schon gehen. Hier habe ich eine Kanne mit kristallklarem Wasser für das Zwergenstarkbier. Zeig mal her. Ja, das ist gutes Wasser. Könnte man nehmen. Ich muss weiter. Viel Spaß beim Feiern. Jo. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. Haben Sie eine Idee, woher ich den Hopfen nehmen soll? Nee, tut mir leid. Ich kann dir keinen geben. Die Ratte hier hat mindestens 5 Säcke rausgetragen. Mit dem Rest muss ich sparsam umgehen. Die Ratte also? Ich muss weiter. Viel Spaß beim Feiern. Jo. Wenn die Ratte so viel Hopfen gestohlen hat, dann könnte sie da drin vielleicht noch etwas gelagert haben. Da ist etwas drin. Etwas Rundes. Hoffentlich ist es kein gigantischer Rattenködel. Es ist eine einzelne Hopfendolde. Das ist wohl alles, was vom Hopfenvorrat übrig geblieben ist. Ich habe hier etwas Hopfen fürs Starkbier. Nehm ihn, Jung. Das ist nicht genug. Ich brauche mehr Hopfen. So eine gute Handvoll. Aber ich finde nicht mehr. Tja, dann wird's wohl nichts mit dem Starkbier. Kannst die Dolde hier einpflanzen. Nächstes Jahr hast du dann genug. Also gut, ich drücke die Hopfendolde in die Erde. Schauen wir mal, was passiert. Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass das Zeug... Oh, scheint ein guter Dünger zu sein. Na, wow, eine große Hopfenpflanze mit massenhaft Hopfendolden. Ich habe etwa 10 Dolden gepflückt. Das müsste genug fürs Zwergenstarkbier sein. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. Ich habe hier Hopfen fürs Starkbier. Reicht das? Ja, das reicht. Ich hoffe, du hast das nicht aus meinen Vorräten stibitzt. Nein. Oder nur indirekt.
Damit habe ich nun alles, was ich brauche, um schönes Starkbier zu brauen. Na gut, dann geht's los. Hier, mein Junge. Aber pass auf, dass du nichts in die Augen kriegst. Ist ein ganz gefährliches Zeug. Ich werde ganz vorsichtig sein. Vielen Dank, Herr Kellermeister. Sag mal, Wilbur, wofür brauchst du eigentlich den ganzen Kram? Das Starkbier und alles, was du schon den ganzen Abend hier rausschleppst. Naja, es ist wegen des Rings. Opa hilft mir, den Ring sicher, naja, schnell in die Stadt der Menschen zu bringen. Will, überleg dir das. Das ist gefährlich für einen jungen Gnomen da draußen. Ich weiß, aber ich habe es dem Gremlin versprochen. Und ich glaube, dass es wichtig ist. Und es ist meine Chance, hier wegzukommen. Einmal etwas Bedeutendes zu tun. Ein Abenteuer zu erleben, Ich glaube nicht, dass der Ring wichtig ist. Und nicht jeder ist dazu geboren, Abenteuer zu bestehen, mein Kleiner. Aber vielleicht musst du wirklich hier weg. Wirklich? Du lebst doch bei deinen Eltern. Leistest dem alten Zwerg Gesellschaft. Das kann doch nicht ewig so weitergehen, oder? Aber wenn du weggehst und Abenteuer erlebst, vielleicht kommst du mich dann mal besuchen, ja? Und erzählst mir alles. Versprochen. Vergiss es nicht. Aber jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich habe eine Verabredung mit dem frischen Starkbier. Und abwärts. Entschuldigung, Colonel Opa? Ja, machen Sie Meldung. Hier ist das Zwergenstarkbier, Opa. Um Himmels Willen, vorsichtig! Das heißt, nun fehlt nur noch das Zahnrad. Wegtreten! Hier ist das Zahnrad, Opa. Ich musste dafür meinen Flugfisch kaputt machen. Der Krieg fordert immer Opfer. Dein Flugfisch war ein Held. Einer der Besten. Wir werden ihn in Ehren halten. Damit habe ich alles, was ich brauche. Es wird nicht mehr lange dauern. Mach dich für den Abflug bereit. Den Abflug? Also das meintest du mit Abflug? Ganz recht. Ich habe sie auf die Stadt der Menschen eingestellt. Eigentlich sollten mit der Betsy 2 natürlich Granaten verschossen werden. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass sie auch deine Kapsel ans Ziel bringen wird. Ganz zuversichtlich? Ich will sofort aussteigen. Hör zu, Junge. Ich bin stolz auf dich. Du tust etwas sehr Mutiges. Hier, Wilbur, die möchte ich dir schenken. Deine alte Fliegerbrille? Oh, Opa, ich dachte nicht... Zu langsam, mein Kleiner. Feuer! Viel Glück. Wo ist es? Er hat uns noch nicht verraten, Mutter. Das wird er.
Wer weiß sonst noch davon? Der Erzmagier wird es noch nicht wissen. Wir konnten den Diener abfangen, wie du weißt. Aber... Aber? Eine Elfenmutter. Sie hat versucht, MacGuffin zu befreien. Sie könnte etwas wissen. Sie soll überwacht werden. Sehr wohl. Und nun, Herr Professor, unterhalten wir beide uns ein wenig. Ach was, kein Problem. Ich bin eine Elfe. Ich bin fit. Na was wohl? Ich hole dieses Buch aus MacGuffins Geheimkeller und bringe es zum Erzmagier. Nein, die waren schon weg, als ich ankam. Haben den Käfig aufgesammelt und sind auf und davon. Jetzt hängt es an uns, dieses Buch zu holen. Natürlich muss ich nicht, aber... Naja, es scheint sehr wichtig zu sein. Und auch wenn es vielleicht nicht wichtig ist. Diese dunklen Typen wollen das Buch haben. Besser wir holen es aus dem Keller, bevor die es in die Finger bekommen, oder? Dann hilf mir eben nicht. Flieg doch nach Hause. Aber sag meinen Eltern nichts. Undankbares Federvieh.